80 Jahre ist es her. 12. September 1934. Der wichtigste Tag der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Im Kammganzsaal in Möllersdorf fand anlässlich der tragischen Ereignisse eine Gedenkfeier statt. Jedoch die Arbeiter wollten sich nicht kampflos ergeben. Sie gaben die Gewehre nicht raus. In Wien, Steyr, Graz, Bruck an der Mur und an vielen anderen Orten errichteten die Arbeiter Barrikaden und griffen zu den Waffen. Doch ihr Widerstand gegen Regierung, Polizei, Heimwehren und Bundesheer wurde nach wenigen Tagen gebrochen. Soweit Bertolt Brecht in seiner Kantate in den Einleitungen über Koloman Walisch, unseren Arbeiterführer, der in Bruck den Schutzbund leitete und auch leider verstorben ist. Liebe Genossinnen und Genossen, mit diesen Worten darf ich euch recht herzlich im Namen der Bezirksbildung begrüßen zu dieser kleinen Gedenkveranstaltung hier im historischen Kammganzsaal. Welches Gefühl löst denn der 12. Februar als Sozialdemokrat aus? Naja, es ist einer derjenigen Tage im Jahr, an denen man nachdenkt, unter was für großen Bürden, was für historische Aufgaben hat viele unserer vorhergegangenen Funktionärinnen und Funktionäre für diese Sozialdemokratie getan haben. Man darf sich das ja nicht vorstellen. Die Sozialdemokratie ist ja nicht eine Organisation, die sozusagen beliebig hier seine Funktion auf unterschiedlichsten Ebenen wahrnimmt, sondern wir haben schon einen historischen Anspruch und Wurzeln, weil wir davon überzeugt sind, dass es wichtig ist für die meisten und den überwiegenden Teil der Menschen hier eine gute Vertretung zu haben. Der 12. Februar ist deswegen so zentral, weil wir gesehen haben, wie hart gegen die Sozialdemokratie vorgegangen sind. Wir sind komplett verboten worden. Eine austrofaschistische Diktatur wurde errichtet. Unsere Menschen waren nicht bereit, alle Waffen abzugeben, um sich vollkommen auszuliefern, der faschistischen Heimwehr und der Regierung und der Dollfuss. Und so ist es eigentlich ein demütiger Abend. Und wir haben auch versucht, heute stellvertretend für alle, die da waren, vom Bezirk auch einmal Preiskirchner Familiennamen zu bringen, die damals schweren Kerker erlitten haben oder noch viel Schlimmeres ertragen mussten, bis hin zu der Ermordung. In Preiskirchen zum Glück nicht, aber trotzdem lange inhaftiert werden, um ein bisschen auch daran zu gedenken, was viele Leute für unsere Bewegung geleistet haben. Morgen werden wir alle Arbeit gehen. Wir werden ganze Arbeit leisten. Daheim, wir saßen gerade beim Mittagessen, ist plötzlich ein Schutzbündler hereingestürzt. Du Karl, es ist Generalstreik, der Strom ist abgeschaltet worden. Mein Vater ging zum Schalter, hat probiert. Wirklich, kein Licht. Was hast du denn für ein Gefühl, was ist an diesem Tag passiert? Wie trifft das dich als Jugendliche? Ich denke, es war der Tag, an dem die Sozialdemokratie gezeigt hat, dass sie mehr kann, dass sie sich wehrt und dass sie auch zeigt, wir sind noch da. Wir kämpfen um unsere Meinung. Der 12. Februar führt letztendlich darauf hin, dass die Männer und Frauen, die sich gegen die Diktatur gestellt haben und gegen den Untergang letztendlich der österreichischen Arbeiterbewegung und am Schluss Österreichs, diejenigen sind, die man sich als Vorbilder nehmen kann und die den Wert der Demokratie in eine neue Zeit herübertragen. Also wenn man heute davon ausgeht, dass es Menschen gibt, die sagen, man braucht eine Systemänderung und die Parteien, die demokratischen Parteien sind überkommen und sind nicht die richtigen Institutionen, dann soll man sich zurückerinnern daran, dass es Frauen, junge, ganz junge Frauen und junge, engagierte Männer gegeben hat, die gerade dafür, dass es eine demokratische Arbeitnehmerpartei gibt, eine demokratische Arbeiterpartei, alles eingesetzt haben und gewusst haben, dass erst mit der Demokratie eigentlich die Wohlstandsziele und der Aufstieg für diejenigen Menschen gelingen kann, die nicht so viel Geld haben, sondern nur ihre Arbeitskraft. Ich glaube, das ist das Schönste, was man sich vom 12. Februar herausnehmen kann. Was bleibt nach einem 12. Februar? Ich glaube, das Wissen, dass wir nicht leichtfertig in der Alltagspolitik auf das Parlament, auf unsere geliebte Verfassung. Sie wissen, dass ja nicht nur das Parlament ausgeschaltet worden ist, sondern die Abgeordneten, die sich am 15. März 1933 an den Verfassungsgerichtshof gewandt haben, wurden ebenfalls gleich von den Machthabern entfernt. Also zwei wesentliche Institutionen, das Parlament
Unterverfassungsgerichtshof wurden ausgeschaltet. Daher war das Tor offen für eine Diktatur.